Meine Damen und Herren, es ist mir ein besonderes Vergnügen, Sie zu dieser Fachsession zu begrüßen. Wahrscheinlich ist die Meinung, dass hier die Türen zugemacht werden. Jawohl, vielen Dank. Wir haben heute ein ganz spannendes Programm. Wir fangen an mit der Bundesverwaltung. Wir knüpfen quasi an den Workshop von Stefan Zweili von heute Morgen. Was sind eigentlich die Anforderungen im ICT-Bereich? Was kann man da machen aus ökologischer, aus sozialer Sicht? Und es freut mich ganz besonders, dass wir sowohl das BAFU als auch das SECO haben gewinnen können. Sie wissen ja, wie das läuft. Sie beide widersprechen mir, wenn ich was Falsches sage, nämlich, dass die Nachhaltigkeitsempfehlungen quasi zweigeteilt waren, verwaltungsintern, und das SECO den sozialen Teil vorbereitet hat und das BAFU den ökologischen Teil. Und wenn man diese Kompetenzausscheidung kennt, weiß man auch, wie symbolisch wichtig es ist, dass Sie beide heute zusammen dastehen und uns über Nachhaltigkeit im ICT-Bereich berichten. Sie machen auch den Foliensatz zusammen. Ich denke, angefangen wird ein bisschen eher mit Ökologie, aber am Schluss haben Sie dann ein Gesamtpaket mit Ökologie und Sozial im ICT-Bereich. Ich denke, das ist dann sicher der Hauptblock. Dann haben wir nachher SAP und dann haben wir noch einen Beitrag von Tobias Scher zum Thema, was mache ich mit den Laptops nach dem End of Life. Aber am Schluss wollen wir dann zurück zu Bundesverwaltung und SAP in dem Sinne, dass wir sagen, was bedeutet eigentlich das alles, was wir jetzt gehört haben, für das Big Picture der Nachhaltigkeitstrends. Das ist dann der Zweck der Schlussdiskussion, aber vorher haben Sie sicher Gelegenheit zu fragen. Damit übergebe ich das Wort gerne an Frau Katharina Mayer und Selin Brucker, die uns aus der Bundesverwaltung aus erster Hand berichten, was sie im ICT-Bereich vorhaben. Das Floor is yours. Gut, also mit dem Mikrofon. Guten Tag auch meinerseits und willkommen zu unserem Vortrag über den Circular, and Fair ICT Pact, kurz CFIT. Mein Name ist Katharina Mayer, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesamt für Umwelt. Sie sagen, wenn Sie mich nicht mehr hören, bin ich da. ich arbeite bei der Fachstelle für ökologische öffentliche Beschaffung beim BAFU. Ich bin dort unter anderem für das Thema IKT-Beschaffung zuständig. Ich vertrete das BAFU auf internationaler Ebene im Rahmen des CFIT und ich leite und koordiniere die Tätigkeiten des Paktes in der Schweiz. Und eben weil es beim Pakt nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit geht, sondern auch um die soziale Nachhaltigkeit geht, referieren wir zu zweit, beziehungsweise ist das SECO auch involviert. Besten Dank und auch von meiner Seite herzlichen Willkommen. Wie es schon ein bisschen Herr Steiner schon gesagt hat, ich heiße Selin Brücker und arbeite im Sektor der internationalen Arbeitsfragen des SECO. Wir sind die Beratungsstelle für soziale öffentliche Beschaffung. Dies kann man erklären, weil wir die Schweiz an der internationalen Arbeitskonferenz vertreten. Wir sind daher besonders mit Fragen der sozialen Teilnahmebedingungen befasst, wenn die Leistungen im Ausland erbracht werden. Und sind auch deswegen Teil von bestimmten Arbeitsgruppen des CFIT. Gut, genau, das Programm sieht so aus. Ich werde Ihnen kurz den Kontext, in welchem der CFIT eingebettet ist, vorstellen. Und dann werden wir Ihnen einen ganz kurzen Überblick über die ökologischen und sozialen Herausforderungen geben im IKT-Bereich. Dann werden wir zum Kernthema kommen, zum CFIT, und da wird es um die Ambitionen, um die Kernstrategien und um die sogenannten Commitments gehen. Und am Ende werde ich Ihnen auch noch Ihre Möglichkeiten der Mitwirkung vorstellen. Nun zum Kontext. Vielleicht kennen Sie schon diese Grafik. Es ist eine Grafik aus den Empfehlungen für
nachhaltige Beschaffung der Beschaffungskonferenz des Bundes, BKB. Und wie Sie wissen, eben seit letztem Jahr ist das revidierte Recht in Kraft und damit sind neue oder klarere Möglichkeiten für den Einbezug von ökologischen und sozialen Aspekten vorhanden. Und hier haben Sie einen kurzen Überblick über diese Möglichkeiten. Zusammenfassend können wir Folgendes festhalten. Also ökologische und soziale Mindestvorschriften müssen als zwingende Teilnahmebedingungen eingehalten werden. Für die ökologischen Aspekte haben Sie die Möglichkeit zusätzlich auch noch, also Sie können sie auch bei den Eignungskriterien, bei den technischen Spezifikationen und bei den Zuschlagskriterien berücksichtigen. Und für die sozialen Anliegen, sie sind vor allem bei den Zuschlagskriterien empfohlen, also zusätzlich zu den zwingenden Teilnahmebedingungen. Genau, und diese Empfehlungen, das ist einer der Instrumente des Bundes, die helfen oder die unterstützen, die nachhaltige Beschaffung unterstützen. Daneben gibt es noch weitere Instrumente. Ich habe das Gefühl, es funktioniert und mal ja, mal nicht. Also alles gut. Es gibt auch noch die Relevanzmatrix, die Sie oben sehen. Das ist ein Dokument des BAFU. Dort sind kurz und bündig die Hauptimpacts entlang des Lebenszyklus von verschiedenen Produkten aufgezeigt. Und es wird auch gezeigt, was Sie bei der Beschaffung, also wie Sie diese Impacts bei der Beschaffung berücksichtigen können. Dann unten sehen Sie ein Instrument des SECO, also das SECO zusammen mit der Internationalen Arbeitsorganisation entwickelt hat. Mit diesem Instrument können Sie das Risiko einer Verletzung von ILO-Kernübereinkommen in einem bestimmten Land bewerten. Um dieses Instrument zu, also es ist nicht einfach frei zugänglich, also es ist öffentlich, aber man muss sich an das SECO wenden, um es zu bekommen und nutzen zu können. Aber das ist, die Informationen, die es Ihnen gibt, sind sehr nützlich, um zu entscheiden, ob eine Prüfung vor Ort nötig ist oder nicht. Dann gibt es noch das bekannte, bereits jetzt bekannte Umwelt- und Ressourcenstandard für die IKT-Beschaffung, den sogenannten P025-Standard. Das ist eine bundesinterne Weisung, die, in der ökologische, also nur ökologische Kriterien für die Beschaffung von Desktops, Laptops, Monitore, Drucker, Multifunktionsgeräte und Netzwerkgeräte definiert sind. Also das wäre der Kontext, also was es schon alles gibt auf Bundesebene für eine nachhaltige Beschaffung im IKT-Bereich. Wir kommen jetzt zu den Hauptimpacts bezüglich Nachhaltigkeit. Also, und Sie sehen hier einen Auszug aus der Relevanzmatrix. Und dabei wird sichtbar, dass bei allen Phasen des Lebenszyklus, also bei relevante Umweltauswirkungen gibt. Es gibt so Wasser- und Bodenverschmutzung beim Bergbau, giftige Chemikalien und Strom aus fossilen Energiequellen bei der Verarbeitung, aber auch eine geringe Kreislauffähigkeit der Geräte. Also das heißt, sie sind nicht gut reparierbar, sie werden nicht lange genutzt und auch bei der Entsorgung, da sind sie nur teilweise recycelbar. Und ich übergebe jetzt das Wort Selin für die sozialen Herausforderungen. Dankeschön. Wie Sie hier sehen können, die sozialen Hotspots befinden sich in der Phase des Rohstoffgewinns und der Erstellung. Die Entsorgungsphase sollte ebenfalls nicht vergessen werden, da in dieser Phase das Risiko für Kinderarbeit besonders hoch ist. Die Einhaltung der sozialen Kriterien erfolgt in erster Linie über die Teilnahmebedingungen. Wenn die Leistung im Ausland erbracht wird, was meistens der Fall ist im IT-Hardware-Beschaffung, sind die Auftraggeberin verpflichtet, sicherzustellen, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmer zumindest die Kernübereinkommen der IAU einhalten. Diese können in 5 Kategorien verteilt werden.
die Vereinigungsfreiheit, die Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit, die effektive Abschaffung der Kinderarbeit, die Beseitigung der Diskriminierung und seit Juni 2022 das Recht und Prinzip, genau, auf ein sicheren und gesunden Arbeitsumfeld. Die Internationale Arbeitskonferenz verabschiedete eine Resolution, die das Prinzip und das Recht auf ein sicheren und gesunden Arbeitsumfeld zu den vier bestehenden Grundprinzipien und Rechten bei der Arbeit hinzufügen soll. Die Übereinkommen Nummer 155 und 187 werden neu als Kernübereinkommen referenziert. Gemäß IAO sind alle Mitglieder, auch wenn sie die betreffende Übereinkommen nicht ratifiziert haben, allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Organisation verpflichtet, die Gegenstände der genannten Übereinkommen zu achten, zu fördern und zu verwirklichen. Das heißt, für das Vergaberecht, dass die Einhaltung der beiden neuen Kernübereinkommen eine soziale Teilnahmebedingung im Sinn von Artikel 12 Absatz 2 des BÖPS. Darüber hinaus kann die Auftraggeberin weitere wesentliche internationale Arbeitsstandards, das heißt Prinzipien aus weiteren ILO-Übereinkommen, soweit die Schweiz sie ratifiziert hat, als Teilnahmebedingung verlangen. Im Wesentlichen geht es um die Berücksichtigung folgenden Prinzipien. Schutz vor exzessiver Arbeitszeit und Recht auf Erholung. Mutterschaftsschutz, Schutz von Jugendlichen und branchenspezifische Übereinkommen über Arbeitssicherheit und Gesundheit, wie zum Beispiel das Übereinkommen 170 über Sicherheit bei der Verwendung von Chemikerstoffen bei der Arbeit. Es liegt im Ermessen der Auftraggeberin, welche diese weiteren Prinzipien sie als Teilnahmebedingung in einem Vergabeverfahren fordert. Im Bereich der IT-Beschaffung sind diese vier Themen wichtig und es ist empfohlen, die Einhaltung dieser Prinzipien zu fördern und zu überwachen. Ja, du kannst das behalten. Wir kommen jetzt zum Kern der Präsentation, also zum Circular and Fair ICT Pact. Der CFIT ist eine internationale Partnerschaft von Beschaffenden und die Idee dahinter ist, dass der IKT-Markt sehr groß ist und einzelne Beschaffende nur, also keinen oder nur wenig Einfluss auf die Lieferanten haben können. Und darum möchte der Pact Beschaffende international zusammenbringen, um mehr Gewicht zu haben und mit gemeinsamen Anforderungen an die Hersteller den Übergang zu kreislauffähigen und fairen IKT-Geräten zu beschleunigen. Und der Pakt ist etwas mehr als einem Jahr alt. Es wurde im Juni 2021 lanciert. Momentan zählt es 10 Mitglieder, vor allem aus Europa. Es sind auch Regionen vertreten, aber die Mitgliedschaft ist offen für alle Länder der Welt und es sind Gespräche in Gange, um weitere Mitglieder zu gewinnen. Momentan liegt der Fokus auf Laptops und Smartphones, aber das ist auch etwas, das sich weiterentwickeln wird. Wichtig zu wissen ist, dass es sich um eine Initiative des One Planet Network der UNO handelt. Es ist eine Initiative des öffentlichen Sektors, nicht von einer privaten Organisation, NGOs, also von Beschaffende für Beschaffende. Der CFIT hat vier Hauptambitionen. Also es geht einerseits darum, um die Kreislauffähigkeit, also das heißt Material- und Produktkreisläufe zu schließen. Es geht aber auch um Fairness, also es geht darum, einen Beitrag zu ethischen und also fairen und ethischen Arbeitspraktiken in der gesamten Wertschöpfungskette einen Beitrag dazu zu leisten. Es geht natürlich auch um Klima und Energie, also darum, die Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch zu senken. Und es geht um die Chemikalien, also dass bedenkliche Chemikalien möglichst nicht mehr verwendet werden oder durch sichere Alternativen ersetzt werden. Hier möchte ich einen
ganz kurz den kleinen grünen Disclaimer erklären. Diese Ambitionen und auch alle Inhalte der nächsten Folien sind im sogenannten CFIT Framework enthalten. Dieses Dokument wird diese Woche vom Steering Committee des CFIT verabschiedet. Wir erwarten keine großen Änderungen mehr, darum können wir Ihnen diese Inhalte auch zeigen. Aber dennoch steht der offizielle finale Entscheid noch bevor. Darum. Gut, also wir haben diese vier Ambitionen. Und um diese Ziele zu erreichen, geht der CFIT von einem ganzheitlichen Verständnis von Beschaffung aus. Das heißt, der Fokus liegt nicht nur auf die Ausschreibung, sondern es wird der gesamte Beschaffungszyklus berücksichtigt. Und das bedeutet, also der Grund dafür ist, dass es gibt Hebel für Verbesserung bei allen Phasen. Und es gibt Interdependenzen zwischen diesen Hebeln. Also zum Beispiel, Sie können dafür sorgen, dass es bei der Ausschreibung Kriterien für Reparierbarkeit, für Langlebigkeit gibt. Aber das nützt wenig, wenn Sie nachher, also nach der Ausschreibung, nicht auch dafür sorgen, dass sie den Geräten Sorge getragen wird, dass sie geschützt werden und dass sie effektiv repariert werden. Darum braucht es wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz. Dann weiter beinhaltet der CFIT-Ansatz vier Kernstrategien, die konnten Sie schon auf der vorherigen Folie sehen. Also es geht darum, es geht um Buy Less, Buy Better, Use Better and Use Longer. Und für jede dieser Strategien wurden sogenannte Commitments definiert. Das sind Prinzipien, zu denen sich die CFIT-Mitglieder bekennen und die sie engagieren sich auch, diese umzusetzen. Wir werden Ihnen jetzt ein paar dieser Commitments vorstellen, nicht alle, also wirklich nur ein Auszug davon und dann auch erläutern. Wir fangen mit Buy Less an. Bei dieser Strategie geht es darum, den Kaufbedarf zu hinterfragen und nur das zu ersetzen, was auch wirklich ersetzt werden muss. Also das heißt, konkret heißt es, die Alternativen zum Kauf zu prüfen. Also die bestehenden Geräte wirklich nicht länger nutzen, kann man sie vielleicht aufrüsten. Bei den Monitoren kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, brauchen wirklich alle Mitarbeitende zwei Monitore an ihrem Arbeitsplatz? Also solche Fragen. Und ein weiteres Commitment, das zu dieser Strategie gehört, das ist es geht darum, die Komplexität der beschafften Produkte möglichst zu minimieren. Also das heißt, nur die Leistungsstärke zu beschaffen, also die Leistungsstärke der Laptops zum Beispiel, nur die Leistungsstärke zu beschaffen, die sie wirklich benötigen und oder die ihnen erlaubt, die Geräte länger zu nutzen. Aber nicht einfach so das Maximum mal nehmen. Das wäre für Buy Less. Dann kommen wir zu Buy Better. Da sind wir bei der Ausschreibung, das kennen Sie alle sehr gut. Es geht einerseits darum, energieeffiziente Geräte zu beschaffen, aber auch darum, kreislauffähige Geräte zu beschaffen. Darum ist hier eines der Ziele, möglichst wenige neue Rohstoffe zu verwenden. Und das erreichen Sie zum Beispiel, indem Sie Geräte kaufen, die zum großen Teil aus rezyklierten Materialien hergestellt worden sind. Was bezüglich Kreislauffähigkeit auch wichtig ist, ist, dass die Geräte natürlich einfach, dass sie langlebig sind, einfach reparierbar, aufrüstbar etc. sind. Diese zwei letzten Commitments zur Kreislauffähigkeit werde ich Ihnen jetzt zwei konkrete Beispiele zeigen, wie man sie bei einer Ausschreibung umsetzen kann oder was das ganz konkret in der Praxis bedeutet. Das wird richtig angezeigt. Hier ist das erste Beispiel, also für den Einsatz von rezykliertem Material. Was Sie hier sehen, ist ein Kriterium aus der letzten Monitorbeschaffung des Bundes. Bei dieser Beschaffung wurde das Label TCO Certified als technische Spezifikation verlangt, also als Baseline. Und dann mit diesem Zuschlagskriterium wurden Angebote belohnt, die Geräte beinhalteten, bei denen
der Anteil an rezykliertem Kunststoff hoch war. Also je höher der Anteil rezykliertem Kunststoff im Produkt, desto mehr Punkte gab es. Das ist ein Beispiel, das kann man analog bei Laptops auch machen. Dann ein weiteres Beispiel, also hier für das andere Commitment, also für die Umsetzung, also für die Reparierbarkeit und Langlebigkeit. Hier, was Sie sehen, ist eine technische Spezifikation für Laptops, die aus dem Standard P025 kommt. Und dabei muss der Anbieter bestätigen, dass gewisse Komponenten austauschbar sind. Also bei Laptops sind das Datenspeicher, Arbeitsspeicher, Kühlventilator, Grafikkarte, Akku. Und gut, der Nachweis ist auch konkret vorgeschlagen, aber aus zeitlichen Gründen werde ich da nicht in die Details gehen. Das können Sie sonst gerne anschauen später. Das ist alles öffentlich zugänglich. Genau, also das waren jetzt zwei konkrete Beispiele, was diese Commitments in der Praxis bedeuten können. Und jetzt übergebe ich das Wort an Selin für den sozialen Teil. In Bezug auf sozialen Aspekten haben wir hier drei Commitments herausgegriffen. Erstens die Forderung von mehr Transparenz in der Lieferkette. Das bedeutet, dass in der Ausschreibung die Offenlegung der Lieferkette verlangt wird. Die Organisation Electronics Watch zum Beispiel unterstützt die Vergabestelle auch in diesem Sinn. Zweitens arbeitet das CEFIT mit allen Partnern der Wertschöpfungskette zusammen, um die Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte, menschenwürdige Arbeit sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu fördern. Dies erfolgt unter anderem durch die Überwachung der Einhaltung der Kern-IAO-Übereinkommen. Drittens nehmen wir die Kernübereinkommen der IAO und zusätzlich die Prinzipien aus Übereinkommen 170 in Verträge auf. Vertragsklauseln ermöglichen die Überwachung und Kontrolle der Mindestanforderungen. Hier auch noch ein Beispiel, wie man die Sorgfaltsprüfung fördern kann. Dieser Zuschlagskriterium belohnt die Anbieterin, die über einen Verhaltenskodex verfügt. Dieser Kriterium war schon und wird in der Zukunft vom BIT gebraucht. Schließlich nahm das SECO im Rahmen vom CEFIT an einer Arbeitsgruppe teil, die sich aus 18 Vergabestellen aus vielen europäischen Ländern zusammensetzte. Das Ziel war, in verschiedenen Workshops Good Practice und Herausforderungen für Vergabestellen zu diskutieren. Aus diesen Workshops ergab sich eine Liste von empfehlenswerten Maßnahmen. Es ist zum Beispiel empfohlen, Ressourcen für Kontrollmaßnahmen zu bereitstellen und internes Wissen aufzubauen. Eine Schlusserfolgerung war auch, dass die Arbeit mit Zertifikation die Kontrolle erleichtern können. Ich werde jetzt nicht im Detail über alle diese Maßnahmen reden. Das Dokument ist auch zur Verfügung auf diesen Link. Dankeschön. Du kannst Schluss behalten. Gut, wir kommen jetzt zur Strategie Use Better und da geht es eigentlich darum, den Geräten Sorge zu tragen und sie zu schützen. Ein konkretes Beispiel hier, also es geht darum, Smartphones mit einer guten Hülle und mit einem Panzerglas zu versehen. Das mag jetzt trivial tönen, aber wir haben festgestellt, dass es diesbezüglich viel Potenzial gibt. Es gibt Unterschiede zwischen den Hüllen und auch etwas, das man nicht einfach den Nutzenden überlassen soll, als Beschaffende. Und ein weiteres Commitment ist, dass man die Geräte effizient nutzt. Also hier muss man vor allem an die Konfigurationen der Geräte denken. Also hat man eine kurze Zeitdauer für den Übergang in den Ruhezustand im Einsatz bei Monitoren, die zum Beispiel Anwesenheitssensor haben, ist dieser aktiviert oder nicht? Also es gibt da eine Reihe von Hebel bei den Konfigurationen, die man einsetzen kann. Dann kommen wir zur letzten Strategie, zu Use Longer. Wie der Name es schon sagt, es geht darum, die Lebensdauer der Geräte in der eigenen Organisation
zu verlängern. Das ist, also da helfen, da hilft es, wenn man erweiterte Servicevereinbarungen hat, wenn man längere Garantien für die Geräte, aber auch für die Ersatzteile. Und ja, hier ist es wichtig, dass die nötigen Prozesse vorhanden sind und dass man wirklich die Möglichkeiten ausschöpft. In der Grafik hier möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es dass der Grundsatz der Lebensdauerverlängerung, das ist ein guter Grundsatz bei Laptops, Tablets, Smartphones. Aber bei anderen Gerätekategorien kann es sein, dass der Ersatz von alten Geräten besser ist als deren weiteren Einsatz, also deren Lebensdauerverlängerung. Und das hängt davon ab, eben, ob die Nutzungsphase mehr ins Gewicht fällt oder die Produktionsphase. Und was Sie hier sehen, das sind die Treibhausgasemissionen aus der Produktion der Geräte mit den grauen Balken und die Treibhausgasemissionen aus der Nutzungsphase mit den gelben Balken. Was man hier sieht, ist, dass bei Monitoren und Desktop-Computer sind die gelben Balken größer, das heißt, die Nutzungsphase trägt mehr zu den, also verursacht mehr Treibhausgasemissionen. Das heißt, eben da, also das hat mit dem höheren, relativ höheren Energieverbrauch dieser Geräte und auch mit der besseren Energieeffizienz der neuen Geräte und darum, da muss man prüfen und es kann gut sein, dass es besser ist, die alten Geräte zu entsorgen. Aber eben bei der Pakt fokussiert vor allem auf Laptops, Smartphones. Und da ist es ganz klar, oder Sie sehen, da sind die grauen Balken, die größer sind. Das heißt, die Produktion verursacht mehr Treibhausgasemissionen. Und darum ist das Ziel, die Produktion neuer Geräte zu verhindern. Also das ist gut, wenn man produzierte Geräte so lange wie möglich einsetzt. Ja, dann die nächste Frage ist also, die nächsten Meilensteine des Paktes, wie schon vorhin gesagt, diese Woche sollte das CFIT-Framework verabschiedet werden. Und wenn das Steering Committee keine Änderungen wünscht, dann wird das Dokument bald auf der Webseite des CFIT erhältlich sein. Weiter, dieses Jahr sollte dann eine weitere Publikation folgen. Das wird ein Dokument sein, in welchem es konkrete Beispiele zu allen Commitments geben wird. Also wir haben Ihnen wirklich jetzt nur ein paar dieser Commitments gezeigt. Es gibt noch viel mehr in dem Framework. Und dann das Ziel mit diesem zweiten Dokument ist, konkrete Beispiele für alle diese Commitments zu zeigen. Was sind denn die nächsten möglichen Schritte für Sie? eine Möglichkeit ist, dass Sie mit uns zusammenarbeiten. Wir würden gerne einen Piloteinkauf durchführen, bei dem alle Commitments des Paktes umgesetzt werden. Das heißt, wir suchen interessierte Einkäufer oder Einkäuferinnen, die bald Smartphones oder Laptops beschaffen werden und die bei dieser Beschaffung mit uns und mit dem Pakt zusammenarbeiten möchten. Das wäre eine erste Möglichkeit und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir Sie dazu gewinnen könnten. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Sie am Austausch der Schweizerischen Einkäufergruppe teilnehmen. Also es ist die Einkäufergruppe des CFIT. Das ist freiwillig, da können Sie gerne teilnehmen. Dann die dritte Möglichkeit ist, dass Sie direkt als beschaffende Organisation dem Pakt beitreten. Das kostet Ihnen nichts. Und dann könnten Sie auch direkt in den internationalen Arbeitsgruppen mitwirken. Das wären die drei Möglichkeiten und Ihre Partizipation bietet Ihnen verschiedene Vorteile. Also es gibt einerseits natürlich den Wissens- und Erfahrungsaustausch. Sie können sich natürlich vernetzen und dadurch vielleicht auch Partner für gebündelte Beschaffungen finden. Das ist vor allem für kleine Beschaffende interessant im IKT-Bereich. Und es gibt in der Westschweiz ein sehr gutes Beispiel von gebündelter Beschaffung von Laptops, die auch nachhaltig ist. Ein weiteres Vorteil ist, dass Sie können Ihr Engagement für die nachhaltige Beschaffung sichtbar machen und Sie können Ihre Position gegenüber Anbietenden stärken. Das alles bekommen Sie ohne finanzielle Verpflichtung. Also das ist gut. Genau. Wir sind am Ende dieses Vortrages gekommen und ich danke Ihnen für
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank für diese Präsentation. Entschuldigen Sie. Sind unmittelbar Verständnisfragen zu diesem Konzept, zur Art, wie das läuft? Wie funktioniert denn dieser Willensbildungsprozess, der ja jetzt diese Woche zum Abschluss kommen soll auf internationaler Ebene? Ich stelle mir das einigermaßen anspruchsvoll vor. Also es gibt das, also das müsste noch funktionieren, danke. Also das Steering Committee besteht aus Repräsentanten der Mitglieder. Also die Schweiz hat keine Vertretung im Steering Committee, aber das ist im Moment noch ein kleines Gremium. Da, also es sind auch gewisse Personen, die im Steering Committee sind, sind auch in der Arbeitsgruppe, die die Kriterien, den CFIT Framework entwickelt haben. Und wir erwarten einfach keine großen Änderungen mehr, weil der Prozess, der Entwicklungsprozess dieses CFIT-Framework hat lange gedauert. Also es gab mehrere Runden und Anpassungen am Ansatz und das ist jetzt aber wirklich schon ein sehr ausgereiftes Dokument. Darum, es braucht sehr viel Zeit. Ich würde nicht sagen, dass es sehr viele gibt, aber es ist mehr ein bisschen, man merkt, das ist jetzt nicht so, also man merkt, wie man geht, dass man noch etwas anpassen muss. Also es ist mehr so. Aber meistens sind auch alle einig, dass man das ändern muss oder verbessern muss. Und es gibt ein Sekretariat in den Niederlanden, also die Initiative wurde von den Niederlanden initiiert, zusammen mit Belgien. Und das Sekretariat ist dort angesiedelt und die leiten die Arbeiten zum CFIT-Framework. Gibt es Fragen aus dem Publikum zum Konzept, zu den Beteiligungsmöglichkeiten? Ich sehe da zwei erhobene Hände. Ich fange bei der Dame an. Vielen Dank fürs Ladies First. Lena Götzinger, Walder Wies. Sie haben erzählt, dass momentan Laptops und Smartphones im Fokus stehen. Gibt es denn schon konkrete Pläne für Dienstleistungen oder für weitere Produkte, was zukünftig folgen soll? Denn es kam auch vorhin bei der Ask a Lawyer Session zur Frage, wie man denn Nachhaltigkeit bewerten kann bei Dienstleistungen wie Software as a Service. Also im Rahmen des Paktes Dienstleistungen sind im Moment noch kein Thema, eher weitere Hardware-Produkte, aber da gab es noch keine konkreten Entscheidungen, dass ich jetzt etwas sagen könnte. Eine Frage ist vielleicht Software, also das ist noch keine IT-Dienstleistung, oder? Das ist noch, also wenn man fertige Software kauft, also nicht. Das ist ein bisschen die Frage und etwas, das wir auch anschauen, aber auch weil es Interdependenzen gibt oder zwischen dem, was man mit der Hardware verbessern kann und das, was bei der Software passiert. Also unter anderem, also da kann Stefan Zweili das noch besser sagen, aber einfach die neuen Versionen der Software brauchen mehr Kapazität, oder? Und dann reicht die Hardware, die man hat, nicht mehr, aber das ist so. Sich da etwas anderes vorstellen und das könnte in eine andere Richtung gehen. Genau. Aber für IT-Dienstleistungen, was ich sagen kann, da kann man sich, aber das ist eher unabhängig vom CFIT, da können wir als Fachstelle des BAFU haben wir auch Vorschläge für, also allgemein für Kriterien, also es wären Eignungskriterien oder ein Zuschlagskriterium, also dass man verlangen kann, also wie ist die Nachhaltigkeit des Entwicklers, also es geht ein bisschen allgemein, aber wie nachhaltig die entwickelte Software ist, also es gibt da von Deutschland gibt es einen sehr guten Leitfaden, das wir kennen, genau, da, also so weit sind wir, genau. Vielen herzlichen Dank für Frage und für die Antwort, dann habe ich da oben noch eine Hand gesehen.
Besten Dank für Ihre Präsentation. Das ist natürlich für den Bund selbstverständlich, dass man das hoffentlich einhält. Ich beschäftige mich auch mit Beschaffungen der Kantone. Gibt es in Ihren Überlegungen Möglichkeiten, direkte Richtlinien weiterzugehen? Also natürlich, der Kanton muss ja der Vereinbarung beitreten zuerst. Aber was stehen für Tools mittelfristig zur Verfügung, damit die Kantone das auch tun, damit man sie motiviert und ihnen das Leben vereinfacht, weil die Erfahrung zeigt, sonst würden sie es nicht tun? Möglichkeiten, die ich so, also es ist überhaupt nicht kompliziert, beim Pakt mitzumachen. Das möchte ich zuerst mal. Also wirklich, es muss die Hierarchie das zustimmen eigentlich. Und nachher würden Sie eben, dann sind Sie Teil der Austausch, also sind Sie in der Schweizer Einkäufergruppe und dann bekommen Sie Unterstützung, also so wie wir können von uns. Was man noch machen kann. Also Sie können auch im Moment noch, ohne dem Pakt beizutreten, können Sie auch bei der Einkäufergruppe, also die wir leiten, können Sie mitmachen. Das wäre ein erster Schritt. Wenn Sie bald eine Beschaffung haben, dann eben, wie gesagt, wir suchen einen Pilot. Also da Sie können auch vorschlagen, wir würden gerne bei dieser Beschaffung mit Ihnen zusammenarbeiten. Also das ist etwas, das wir aus Ressourcengründen nicht für 26 Kantone machen können. Aber das ist eine Möglichkeit. Was auch eine sehr gute Möglichkeit ist, um die Sache, damit es einfacher ist, ist, dass Sie die Beschaffung bündeln. Also das ist ein sehr gutes Beispiel aus der Romandie. Das ist ein Zusammenschluss, also das heißt PER, Partenariat d'Achat Informatique Romand. Und das sind Kantone, Städte, du weißt es auch besser, Fachhochschulen, Flughäfen, also sehr viele öffentliche Beschaffende, die sich zusammengetan haben und die zusammen die Laptops beschafft haben. Und das ist natürlich bezüglich Nachhaltigkeit insofern einfacher, dass man das Know-how bündeln kann. Und da hat vor allem die Nachhaltigkeitsverantwortliche für das Kanton Watz, die sich sehr gut auskennt, die da beitragen konnte. Und das heißt auch Organisationen, die selber keine Nachhaltigkeitsspezialisten oder profitieren dann von diesem Know-how. Das wäre eine Möglichkeit. Sonst, der Bund kann nicht den Kantonen nichts vorschreiben. Genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Er wollte ja auch quasi, was machen wir mit der Guidance? Nicht nur, wie kriegen wir das Know-how? Und da ist es tatsächlich so, dass man den Zweili P25 von Bundesebene aus den Kantonen nicht vorschreiben kann, weil die interkantonale Vereinbarung für das öffentliche Beschaffungswesen, die brauchen wir genau deshalb, weil der Bund nicht kompetent ist, um das kantonale Beschaffungswesen zu regeln. Aber es gibt die Arbeitsgruppe Trias, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, die machen Leitfäden und Faktenblätter für das neue Beschaffungsrecht. Und das ist das erste Mal in der Schweiz, dass Bundesebene, Kantone und Gemeinde- und Städteverband zusammen Vollzugshilfen basteln. Also das ist ein Riesenmeilenstein. Also dieses Projekt Trias empfehle ich dir gelegentlich mal zu googeln. Da sind Dinge am Werk, die für den schweizerischen Föderalismus als geradezu erstaunlich gelten dürfen. Ja, unbedingt. Du hast gesagt, dass man den P025 nicht vorschreiben kann. Das ist richtig. Aber inhaltlich die Kriterien selbst, Sie haben ja nach den Tools gefragt, pfannenfertige Tools, die einfach rauskopiert werden können, die gelten für den Kanton, für die Gemeinden und für den Bund gleichermaßen. Es sind Gesetze dahinter. Also das ist ein praktisches Beispiel, einfach cut and paste. Da haben Fachspezialistinnen und auch Juristen die Kriterien definiert und geprüft, die sind rekursfest. Also da kann man es einfach nehmen. Einfach als Ergänzung. Wir sehen, vielleicht noch ganz kurz, wir als die Fachstelle, also unsere beiden Fachstellen, wir sind vor allem, also wir haben eine Beratungsfunktion für föderale Beschaffende, also für föderale Beschaffungsstellen, aber wir haben auch eine Information- und Sensibilisierungsfunktion, dann solche Aufgaben, und wenn Kantone zu uns kommen und Fragen haben, dann
helfen wir gerne weiter. Also Sie können sie uns einfach auch schreiben und mit Ihrem Anliegen und dann können wir schauen, was wir Ihnen anbieten können. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Dann, wenn wir schon beim Juristenfutter sind, spiegeln wir das gleich ein bisschen. Und zwar ist es mir wichtig, die Neuheiten rauszuschälen. Oder die beiden Damen machen das schon so routiniert, dass wir denken, das sei immer so gewesen. Aber das ist bekanntlich nicht so. Es sind ein paar Dinge neu. Und darauf möchte ich Ihr Bewusstsein wirklich quasi schärfen, unser aller Bewusstsein. Nämlich, es gibt nach neuem Recht ökologische Teilnahmebedingungen, die es nach altem nicht gab. Stefan Zweili hat mir mal ein Mail geschickt, was mache ich, wenn ich keine ökologischen Mindeststandards im Gesetz habe? Und die Lösung war dann, die einfach als technische Spezifikationen vorzuschreiben. Aber nach neuem Recht ist es ausdrücklich so, dass es, wer die Umweltschutzgesetzgebung nicht einhält, ist draußen. Und damit ist das dieselbe Logik Teilnahmekriterien, wie wir sie bisher für die ILO Core Labor Standards und die sozialen Mindeststandards kannten. Das ist Punkt 1. Ich hoffe, ich sage aus BAFU-Sicht nichts Falsches. Nein, aber ich glaube, es ist mehr, das ist eine Diskussion. Also im P025 werden als TS wird gefordert, dass die Anbieter müssen bestätigen, dass die Energieeffizienzverordnung eingehalten wird, dass die Chemikalien, die KMV, die Risikoreduktionsverordnung und die andere ist die Chemikalienverordnung. Ich weiß es leider nicht mehr so auswendig. Aber die KMV. Stefan Zweili nickt, ist alles richtig. dass diese drei Verordnungen eingehalten werden. Und das ist eigentlich Standard. Das, wie Sie sagen, ja, theoretisch, das ist das Gesetz, das müssen Sie einhalten. Das muss man nicht noch spezifizieren. Da kann man aber sagen, gut, wenn man es als TS noch drin hat, dann ist das eine Erinnerungshilfe für die Beschaffenden, oder? Dass sie auch noch, das erhöht die Transparenz, oder? Ja, genau, also das ist noch ein Reminder, aber eigentlich es ist die Rolle der Marktkontrolle, oder die Einhaltung, also zu kontrollieren, dass die Geräte diese Verordnungen, also die Vorschriften in diesen Verordnungen einhalten, nicht die Beschaffenden. Aber wie Sie sagen, jetzt theoretisch kann man auch, also wenn man diese TS nicht in der Ausschreibung hat, dann kann man sich auf die Teilnahmebedingungen beziehen, oder? Genau, und das macht dann einfach Sinn, wenn man das als Teilnahmebedingungen definiert, dass das in genau der gleichen Transparenz darzustellen, damit die Anbieter wissen, auf was sie sich da einlassen. Genau, wunderbar. Bitte? Vielleicht, was mir eher wichtig scheint, ist, es gibt einen Unterschied, oder, bei den, oder was die zwingenden Teilnahmebedingungen bewirken können, also bei sozialen Teilnahmebedingungen, bei ökologischen Teilnahmebedingungen. Die sozialen Teilnahmebedingungen, das sind die ILO-Kernübereinkommen, oder? Und das ist wirklich die Basis und auch sehr viele, ich sag mal, Labels, soziale Labels bauen auf diese Kernübereinkommen auf, oder? Oder es geht sehr stark um das. Bei den Umweltübereinkommen, das sind auch wichtige Übereinkommen, aber sie verpflichten meistens Staaten. Und sehr oft bei ökologischen Labels, die beziehen sich gar nicht so stark auf diese Übereinkommen, sondern sie schauen sich eben, wo sind die Probleme und dann gibt es Kriterien, um diese Probleme zu beheben. Also das heißt, für ökologische Anliegen ist es wichtig, also ist das Gesetzliche wirklich das Minimum, aber da ist es wirklich wichtig, dass man vielleicht noch mit Labels arbeitet, weil das bringt, da kann man wirklich Verbesserungen herbeiführen. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Es war mir einfach wichtig, das zuhanden des Publikums noch rauszuschälen, dass sich da die Konstruktionsweise nach dem neuen Recht geändert hat. Ein zweiter Punkt, der in diesem Zusammenhang interessant ist, es gibt neu die Möglichkeit, soziale Eigenschaften, die über das Minimum hinausgehen, im Rahmen des Zuschlagskriteriums Nachhaltigkeit zu belohnen. Das war nach altem Recht mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich, jedenfalls nach meiner Rechtsauffassung. Und nach neuem Recht gibt es jetzt endlich die klaren Hinweise in der Botschaft zum neuen Beschaffungsrecht, der sagt, mit Nachhaltigkeit ist auch Fairtrade gemeint. Also soziale Standards, die über das Minimum
hinausgehen. Ich hoffe, ich sage da jetzt aus Seko-Sicht nicht Falsches. Wunderbar, vielen Dank. Also das sind die Dinge, die wir brauchen. Und jetzt kommt noch ein spannender Moment. Sie haben eine Folie gehabt mit Recycling und Monitoren. Sie haben gesagt, der Mindeststandard ist TCO. Und wenn man mehr macht als das mit Recyclinganteil, genau das hier, dann gibt es extra Punkte beim Zuschlag. Und da gibt es einen neuen Gerichtsentscheid, der ausdrücklich sagt, dass dieses Zusammenspiel von technischen Spezifikationen als Minimum und Punkte, wenn man mehr macht, ausdrücklich erwünscht ist, dass er rechtlich zulässig, sogar nach altem Recht, das haben einfach nicht alle gesehen, aber möglich war es immer, und nach neuem Recht, und das ist ja klar, ist es jetzt besonders erwünscht. Wer dazu die Quelle möchte, das ist B879/2020 vom 8. März 2021, Erwägung 647, dort steht das alles drin. Das Zusammenspiel zwischen Minimum und Belohnung für Mehrleistung ist jetzt ausdrücklich als rechtskonform gelabelt, sozusagen durch die eidgenössische Justiz. Das sind so die Dinge, die mir spontan einfallen, um das in den Kontext zu stellen. Wenn, da sehe ich noch eine Frage. Bitte. Eine einfache Frage, und zwar, wir haben jetzt über den konventionellen Kauf von Geräten gesprochen. Inwieweit werden neuere Geschäftsmodelle wie beispielsweise Geräte-Leasings entsprechend berücksichtigt? Weil dort ist es so, dass die Beschaffung ja ein bisschen anders funktioniert und eigentlich Dienstleistungsaufwände entstehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt im Rahmen des Paktes ist das sicher auch eine Möglichkeit, eben also es ist weniger kaufen oder mehr ausleihen. Das wäre bei dieser Strategie. Jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Commitment dazu gibt oder also so ganz spezifisch. Es ist eine der Möglichkeiten, klar. Und jetzt beim Bund, ob das eine Überlegung ist, absolut, sagt Stefan. Ich denke, da ist es ein bisschen. Da müsste man aus ökologischer Sicht müsste man einfach sicherstellen, dass, also wenn dieses Product as a Service, wenn man einfach die Laptops nicht kauft, sondern ausleiht, dass es nicht dazu führt, dass die Laptops, das Hardware so günstig ist, das wird einfach alle 3 Jahre ersetzt, oder? Und eigentlich, das führt auch dazu, dass man sehr viel Hardware verwendet, einfach weil sie vielleicht so günstig sind und je nachdem, wie das Pricing ist, oder? Das müsste jetzt. Nicht so gut. Wenn das Product as a Service mit einem guten, einer guten Nutzungsdauer und mit einer guten Wiederverwendung, guter Entsorgung ist, dann ist das sicher eine Option. Ich müsste das kontrollieren. Man hört sie nicht, wenn sie nicht ins Mikrofon reden. Wir zeichnen das Ding auf. Bitte noch einmal. Genau, also die Frage ist, wie schützt man in diesem Fall genau dieses CFIT-Framework, damit es nicht eine Verlagerung vom Kauf zur Dienstleistung eben aus diesen genannten Gründen gibt? Gibt es da etwas, das im Framework hier ansetzt? Würde ich sagen, eben die auch die Grundsätze, oder wenn man sagt, dass das Ziel, also beim Commitment, genau, wir reduzieren unsere Abhängigkeit von neuen und knappen Rohstoffen, indem wir mehr sekundäre, recycelte und oder biobasierte Materialien verlangen. Diese Grundsätze, also diese Commitments, die sind anwendbar auf die Produkte, die man kauft direkt, aber die wären auch anwendbar auf die Produkte, die man vom Product as a Service bekommen würde, oder? Also auch dort muss das umgesetzt werden, also. Müsste es genauer nachschauen, also das ganze Dokument, ob da. Ob es da irgendwelche Sicherungsmechanismen gibt, wie er sie sich vorstellt. Ja, ich glaube, im Moment geht es sowieso mehr in. Das Ziel wirklich, dass die. Also es gibt noch sehr viel Potenzial bei der Lebensdauerverlängerung. Das ist eher, wenn man es selber kauft, also mehr in diesem. Vielen herzlichen Dank. Dann komme ich, wenn jetzt nicht noch was ganz Dringendes ist, das spezifisch zu diesem CFIT. Okay,
Meine Frage ist, Sharing Economy wird ja im Prinzip überall praktiziert und ist ein möglicher Ansatz. Also ich denke an Mobility, ich denke an Wohnungen, Airbnb. Gibt es Überlegungen im ICT-Sektor auch, so etwas zu machen, oder ist das denkbar? Also ich gebe ja nicht mein persönliches Laptop jemandem weiter, oder? Also irgendwie ist das schwierig, oder? Also dass man, also ich überlege gerade, ist das jetzt sehr unterschiedlicher vom Product as a Service? Vermutlich nicht so, oder? Also das ist eine Möglichkeit. Eben wie gesagt, also ja, theoretisch kann man auch, ja, also es ist, was sicher Teil vom Pakt ist, ist auch, man kann zum Beispiel auch Secondhand-Geräte kaufen, man kann also all die Ansätze, die dazu führen, dass man weniger Ressourcen benutzt und dass man die Kreisläufe schließt. All diese Ansätze sind Teil des CFIT. Ich sehe da, also für mich ist das so Mobility ist eigentlich, wenn man das bei den EKT-Geräten hätte, ist das wie Product as a Service. Also man leiht die Hardware aus, oder? Vielen herzlichen Dank.